Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Vale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arcane Vale. Ja, beim letzten Mal haben wir einen bösen Baum fertig gemacht, den verdorbenen End. Ja, jetzt stehen wir hier, wissen keinen Plan von der Welt und haben ja einen Magier stehen. Hallo, wie kann ich dir behilflich sein? Bist du ein Zauberer? Ja, das bin ich. Und zwar ein vielbeschäftigter Mann. Hast du noch weitere Fragen? Was sind das für Runen hinter dir? Das sind keine Runen. Und ja, sie sind es, aber nicht wirklich. Diese Runen, wie du sie nennst, sind ein Portalknoten. Einer von vielen in diesen Ländern. Wenn man weiß, wie man sie aktiviert, kann man sich fast augenblicklich über große Entfernung. Ach, das sind so gesehen die Schnellreisepunkte. Wenn du die Portale nutzen willst, musst du mit dem Oberhaupt meines Ordens, Meister Renly, sprechen. Nur er kann einer neuen Person erlauben, sie zu benutzen. Er ist normalerweise im Turm der Zauberer in der Zitadelle. Sprich mit ihm, wenn du das Portal benutzen willst. Im Übrigen, ab sofort mache ich das so mit den Folgen. Normalerweise versuche ich die so in 20 Minuten Raffer zu halten. Also so zwischen 15 und 25 maximal. Wenn aber wie beim letzten Mal es so sein wird, dass ich unglaublich viele Questen annehmen muss oder erstmal mit ultra vielen Leuten reden muss, dann werde ich die Folge auch ein bisschen länger lassen. Damit ihr ein bisschen mehr auch von der normalen Action habt. Kann übrigens überhaupt nichts mit der Symbolik da oben anfangen, ne? Also die sagt mir halt echt gar nichts. Ich kann damit null anfangen. Ich weiß, was das Herz eventuell bedeutet. Aber ich kann halt nirgendwo nachgucken, was es jetzt genau bedeutet. Und es ist interessant, Ach, jetzt darf ich mich dahin teleportieren? Nee, ich muss es aktivieren. Benutzen? Nee, ich muss es erst aktiviert bekommen. Dafür muss ich mit dem Typen von der Zitadelle reden. Ich darf da nicht durch, oder? Okay. Bin 100 Gold deine Meinung ändern? Was hast du gesagt? Versuchst du, mich zu bestechen? Ja, das versuche ich. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, zu glauben, dass mich mit. Dass ich mich mit nur 100 Gold zufrieden geben würde. Und jetzt geh weiter, bevor ich dich wegen Bestechung in meine Zelle stecke. Aber du hast drüber nachgedacht, Junge. Ich sollte mal den Bogen abrüsten. Ich muss auch generell mal eben kurz die Dinger wieder in die Quickliste tun. Einen Moment. So, Leute, jetzt habe ich die Sachen eben kurz in die Quickliste getan. Dafür brauche ich eine Spitzhacke. Okay. Die Mine wurde von Schleim überrannt und die Stadt war es nirgends zu sehen. Ich habe es geschafft, mit dem Leben davonzukommen, aber bis jetzt kam sonst niemand heraus. Bitte sag mir, dass du hergeschickt wurdest, um zu helfen. Ich helfe mal, ne? Die gesamte Stadtwache steht ihr zur Verfügung und sie schickt dich? Nun, ich hoffe, du bist der Herausforderung gewachsen. Schleime sind knifflig zu bekämpfen. Sie bewegen sich fast lautlos und greifen dich bei jeder sich bietenden Gelegenheit an. Wir haben hunderte von ihnen bekämpft und getötet, aber es gibt da unten einen riesigen Schleim, der, wie ich glaube, ihr Anführer ist. Ein großes, hässliches, blaues Ding, das wir Schleimball nennen. Wenn du Schleimball vernichten kannst, wird man sich vielleicht endlich mit diesem Schleim befassen. Bring mir sein Auge als Beweis. Ich werde dafür sorgen, dass du eine große Belohnung erhältst. Wahrscheinlich kriege ich dann eine Spitzhacke. Erstmal überlegen, was will ich eigentlich überhaupt als allererstes? Ich würde gern das Teleportieren haben. Wir haben halt ultra viel zu tun, ne? Das ist direkt schon zum Anfang. Also ich halt wirklich nicht weiß, womit ich anfangen soll. Ist das hier wirklich die Zitadelle? Katakomben. Ich habe eine Errungenschaft dafür bekommen, dass ich hier reingewandert bin. Hier sind Böses. Hier ist das Böse. Hier ist Böse. Böse Fledermaus. Oh. Was haben wir denn da? Ein Filetiermesser. Ich plündere mal alles. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht sein sollte. Aua. Knochensammler. Wer bist du? Was ist das ganze Fleisch, das in dir hängt?
Ich bin? Wer bist du? Ich, nun, Herr Pete, der Knochensammler. Hier, was nehme ich die meisten Leute so? Mr. Weston, wie ich zu diesem Namen gekommen bin? Okay. Nun, das liegt daran, dass ich Knochen sammle. Die meisten Leute denken, dass Knochen nur zum Begraben da sind. Sie ahnen nicht, dass man mit ihnen Rüstung und Waffen herstellen kann, die so stark wie Stahl sind. Sag, willst du mir helfen, ein paar Knochen zu sammeln? Ich werde dir ein Schwert für deine Mühen anfertigen. Gerade als ich dachte, dieser Tag könnte nicht noch seltsamer werden. Vor allen Dingen, guckt euch das mal an. Der eine Satz, also das eine Wort steckt einfach im nächsten Satz. Das ist die richtige Einstellung. Ich brauche 15 Knochen-Sets. Skelette sind eine gute Wahl. Grabräuber funktioniert auch. Viel Glück. Okay. Wir kriegen irgendein spezielles Schwert, wenn wir dem Typen Knochen bringen. Tja, heute sind wir wohl Grabräuber. Ey, ich sollte die Katakomben eventuell erst später machen. Die machen wir irgendwann später. Ich überlege gerade nochmal. Vielleicht ist das hier rechts die Zitadelle. Ist das hier eine Zitadelle? Komme ich hier überhaupt rein? Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss, um das Teleportieren freizuschalten. Bist du ein Gegner? Bitte sei kein Gegner. Weiter gegen Gefangener! Okay, das hier ist der Knast. Mit dem Typen will ich mich nicht anlegen, ne? Ich schlaf mal eine Runde zum Heilen. Brauchen ja Full Life. Vielleicht finden wir hier auch was Schönes. Müssen ja auch ein bisschen hier das Ganze erkunden. Hier wird alles irgendwie wichtig sein. Es gibt jetzt auch nicht wirklich einen speziellen Storystrang, den ich folgen kann. Das hat das Ding. Wieso hat dieser Marienkäfer so viel Leben? Ach, das ist kein Marienkäfer, das ist eine Spinne. Um Gottes Willen macht er mir Schaden. Und wieder liege ich hier. Erstmal wieder darüber rennen. Ach, wir haben hier das fertig. Ja, die Korruption wurde beseitigt. Stimmt ja, wir mussten das von letztem Mal noch abgeben. Dank den Sternen, indem du diese Korruption beseitigt hast, hast du mit ziemlicher Sicherheit alle Bäume und Wildtiere auf der Bastion gerettet. Wir alle sind dir zu großem Dank verpflichtet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das selbst zurückzahlen kann. Weißt du was? Bring diesen unterschriebenen Brief zu König Zin in der Zitadelle. Ich habe mich für deine Taten verbürgt und hoffe, dass es eine angemessene Bezahlung findet. Okay, danke. Ich muss erstmal meinen ganzen Stuff wiederholen. Zum Glück weiß ich ja wohin. So, ich habe meinen Stuff wieder. Ey, lass mich in Ruhe. Ich bin noch gar keine Gefahr für dich. Oh ja, ich lasse einfach den Ritter für mich kämpfen. Mach ihn fertig. Mach es fertig. Los. Ja, ich nutze die NPCs für mich. Ja, es hat funktioniert. Unglaublich, wenn die neben denen kämpfen und die außersehen treffen, dann kämpfen die für mich. Das ist ja richtig geil. Aber ich muss echt leveln, bevor ich hier nochmal reingehe. Ich bin momentan viel zu schwach. Stell euch mal vor, ich müsste gegen den da kämpfen. Der würde mich so weg nuken. Der gibt mir eine Schelle und ich bin tot. Das waren die Gegner hier ja schon. Wir suchen diese Zitadelle zum einen. Bin ich hier bei der Zitadelle? Ich habe einen Banner. Dank für die Banner. Ich bin bald wieder da. Jetzt mal im Ernst, ist das hier die Zitadelle? Nee, da darf ich gar nicht durch.
Mal eben kurz auf die Karte gucken. Da oben kann ich noch nicht lang. Der Typ hat mir doch gesagt, dass die Zitadelle irgendwo in der Nähe sein muss. Okay, die Zitadelle, die finde ich so schnell nicht. Machen wir noch eine Quest hier unten. Ich denke mal, für die Mine bin ich nämlich auch noch zu schwach. Darf ich hier durch? Ich kann dich nicht in die Wildnis lassen, ohne einen Wildnisausweis und einen Trainingsausweis. Die Dinge sind so schon schlimm genug. Letzte Woche hat ein Rudel Kobolde zwei unserer Männer verschleppt. Diese Woche ist Miriams Mann verschwunden. Wie erhalte ich die Ausweise? Ich bin mir nicht sicher, warum du überhaupt dorthin gehen willst. Aber wenn du einen Ausweis für den fast sicheren Tod bekommen willst, sprich mit Giles. Katrina hat ihn auf die Bastion gebracht, damit er uns hilft, uns zu verteidigen. Wenn du eine Grundausbildung absolviert hast, wird er dir einen Ausbildungsausweis stellen. Der Wildnisausweis ist etwas schwieriger zu halten. Nur Kommandant Luther kann dir einen davon geben. Und er gibt ihn nur selten raus. Okay, da kann ich auch noch nicht lang. Und wir müssen auch noch hier Schmetterlinge fangen. Stimmt ja, die hat mir, glaube ich, ein Netz dafür gegeben, oder? Musste ich die einfach nur einsammeln. Hier ist eine Kiste einfach. Vielen Dank. Was sind das für Pfeile? Bronzepfeil. Die Übungspfeile sind auf jeden Fall kacke. Das habe ich schon gesehen, dass die echt schlecht sind. Die haben nur einen Schaden pro Hit gemacht. Der letzte Herd. Ey, weg da! Ich kann eine neue Waffe herstellen. Dank für die Beeren. Hier ist verschlossen. Hier ist die eine Farm, die der eine Typ erwähnt hatte, ne? Noch ein Portal. Okay, schieß halt auf mich. Das sind Banditen, oder? Das sind, glaube ich, echt Banditen. Einen Moment mal, hatte ich nicht irgendeine Quest mit Banditen? Ja, das sind diese Leute hier wahrscheinlich. Ja, Banditen. Da stand es nochmal. Ah ja. Oh. In dein Gesicht. Pam. Ah, pam. Oh, Geld. Tja, heute greifen wir wohl in ein Banditenlager an. Okay, die sind ja einfach, die mit dem Bögen. Die kannst du mit einem Schild zuschlagen. Kannst du nur. Okay, die Banditen sind bisher am einfachsten. Oh, was steckt denn da? Was da so komisch rumwackelt. Ich hatte das Gefühl, die Farm da, weil hier die Banditen waren und ich die jetzt auslösche, dass ich die danach eventuell bekomme. Steht ihr, was ich meine? So als Questbelohnung. Bronzedolch. Bist du stärker als mein Übungsschwert? Höchstwahrscheinlich, ne? Warte. Bronzedolch, Bronzedolch. Man sieht halt keinen Wert bei normalen Gegenständen. Ja komm, das ist stärker als mein jetziges Übungsschwert. Das wächst noch. Sprinkleranlage. Okay, dafür ist die Reichweite ultra scheiße für den Dolch. Und ich darf den Weg nochmal laufen. Ah, das Schöne ist, die bleiben tot. So, erstmal nur meinen Stuff retten. So ein bisschen grob. So,
Dann rüste ich mein Schwert und mein Schild aus. Solange ich keine guten Pfeile habe. Oh, ich habe den Speer gerade eben bekommen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, solange ich keine guten Pfeile habe, nutze ich hier noch nicht den Bogen. Weil die Übungspfeile, die sind echt schlecht. Okay, das Gute an dem Ding ist, das hat Reichweite. So, gönnen. Ich habe mehr Reichweite als du, Kollege. Ich brauche dringend bessere Waffen. Ich kann die Leiche einfach weiter verprügeln. Warum auch immer. Vielleicht kommt da ja Knochenball raus. Alter, wie ekelhaft. Wie ekelhaft ist das mit den Leichen? Okay, hier könnte ich kochen. Die Sprinkleranlage nehmen wir mal mit. Mein Inventar ist schon wieder so gut wie voll, ne? Nee, ich hab wesentlich mehr Platz, als ich dachte. Der Baum. Wir machen das hier. Wir sollten ja aber einzeln poolen. Weil in der Gruppe besiegen die mich. Vor allem, wenn der eine in den Nahkampf geht und der andere im Fernkampf. Ich habe dann keine Chance. So, komm im besten Fall näher. Ich will die armen Kühe nicht treffen. Verdammt, jetzt darf ich wieder dahin laufen. So, ich mag den Speer tatsächlich. Auch wenn der nicht so extrem reinhaut, er macht trotzdem recht gut Schaden. Den Dolch, den mag ich überhaupt nicht. Also der Dolch, der ist wirklich Müll in meinen Augen. So. Nein, dich finishen wir jetzt. So, gegen einen komme ich nämlich klar. Ausgewichen? Ja, besiegt. Ich hätte gern mehr Rüstung. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die komplett aus dem Leben nehmen kann. Vielleicht könnten die hier was droppen? Vielleicht... Aber ich glaube, ich muss die damit mit irgendeiner speziellen Waffe auseinandernehmen. Oh, guck mal, hier könnte ich jetzt diesen Speer machen. Nice. So, da ist verschlossen. Hier ist ein bisschen Stuff für mich. So. Kohle und Bronzeerz. Oh, ich habe endlich mal ein bisschen Kohle. Aber hier scheint offenbar nicht der Banditenanführer zu sein. Oder er sitzt auf dem Kackhaus. Ach, hier ist noch eine Kiste. Wie viele Kisten ich finde. Ich habe endlich einen Besen, Leute. Okay, hier scheint offenbar nicht das Nest der Banditen zu sein. Aber wir haben heute Banditen fertig gemacht. Ist doch zumindest etwas. So, ich stelle mich hier hin.
Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat heute, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Arcanvale. Hoffentlich kriegen wir dann auch mal endlich eine gute Waffe. Ciao!